Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem Youngtimer-Projekt auf der fantastischen Map Hermanns Eck. Zusammen mit dem Werner von Bedingungen Gamers und dem Randy aus dem Haus der Sachsen Let's Play. Hallo. Guten Tag. Und ich habe es bereits in der letzten Folge angeteasert. In dieser Folge soll es einmal um das Thema gehen, was es schon häufiger gab. Denn es gab nicht nur die Gamescom als große Massenveranstaltung. Nein. Live übertragen, begleitet von Hundertschaften der Polizei, gab es das große Schanzenfest in Altschauerberg. Habt ihr das mitbekommen? Oh ja. Erst später, also auf der Gamescom nur so bruchteilhaft und hab mich dann aber am Sonntag über den ASA komplett informiert. Heilige Scheiße hat das Welle geschlagen. Dann würde ich mal Folgendes vorschlagen, weil der Werner war ja live dabei und hat sich die Livestreams angeschaut. Werner? Nicht alle, aber einige zumindest. Ich räume ein, das auch getan zu haben, weil das ein Geschehen ist, der Zeitgeschichte ist, was möglicherweise noch irgendwann mal so besprochen werden muss, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen. Aber zunächst zu dir. Wie hast du das empfunden? Willst du vielleicht mal kurz beschreiben, von was reden wir überhaupt für die Leute, die jetzt nicht wissen, worum es geht? Und was ist passiert? Und wenn ja, wie viele? Hä? Naja, der Kollege Drachenlord ist ja ein sehr polarisierendes Individuum, möchte ich mal so sagen. Also der, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der fordert das auch. Also der will also er fördert der, das zumindest, ne? Er fördert und fordert das auf alle Fälle, weil die Aussagen, die er trifft und die Statements, die er abgibt, da brauchen sie sich nicht wundern, wenn irgendwann mal 500 Leute vor der Tür stehen. Aber das war ja im großen Stile organisiert, was ich jetzt so mitbekommen habe. Natürlich, weil sonst kommen die ja nicht alle gleichzeitig. Es gibt mehrere, glaube ich, es gibt ganz, ganz, ganz viele Ansichten aus solchen Situationen, aber Werner, was die Frage du ist, hallo, ich bin hier, ich wollte hier mal stehen und gucken. Im Kreis rum, was wird das? Ich wollte hier mal gucken, ich kam gerade vom Grasfeld, deswegen haben wir gedacht, ich komme mal zu euch, weißt du? Eigentlich wollte ich nur vorbeifahren, wenn mein Name da steht, wegen Abos und so, ne? Okay, aber Randy? Was denn? Mähdresser hat auf dem Feld Vorwart. Ja, wenn der... Sag mal, wie... Randy? Ja. Jetzt frei Schnauze. Kleiner Rebell, du. Hammer? Okay. Was kann man da noch... Also, ich fand es auf alle Fälle von beiden Seiten, fand ich es wahnsinnig hirnrissig, das muss man mal so sagen. Erstens mal, dass die Leute sich da organisieren und da hinkommen, finde ich schon mal unter aller Sau. Zweitens mal, dass teilweise noch Polizisten verletzt wurden, weil die dann so abgedreht sind am Rad. Die Typen, das fand ich natürlich auch wieder sehr, sehr cool. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ja, nee, das war irgendwo ist das mal gestanden, dass zwei Polizisten auch verletzt wurden, wegen irgendwelcher Leute, die dann der Meinung waren, sie kaufen sich irgendwie Alkohol und saufen sich irgendwie Birne weg. Die haben das ja gefeiert, wie hat einer geschrieben? War ein Festival wie bei Wacken. Ich weiß nicht, was Wacken ist, aber... Wacken ist irgendwie... größte Metal-Festival in Deutschland. Metal oder Rock, wohl. So haben sie die halt doch Schlamm. Ja. Wohl zelebriert, haben sie das da wohl. Ja, der Drachenlord war natürlich war zu Hause, hat sich das... was willst du da großartig machen? Du kannst nicht vor die Tür gehen. Der wurde, denke ich mal, auch von der Polizei höflichst gebeten, in den Haus zu bleiben. Ja, denke, der hat den Livestream gedreht und so, ne? Ja, ja, eben. Da wurde dann... Das Internet wurde aber gedreht. Auf einmal war es dann wieder weg und dann hat irgendwie, es gab ja hunderte Livestreams von den Leuten, die da waren, ne? Also nicht nichts Öffentliches. Also, das nur mal ganz kurz. Also ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, ne? Aber da bin ich sehr, sehr sicher, dass einfach mal unser Freund und Helfer mal dafür gesorgt hat, dass da einfach mal das Internet aus ist. Weil, was gibt es Besseres, als die Plattform zu entziehen, wenn sowas passiert? Ja, aber das wären ja fast schon türkische Methoden hier. Ja, wenn du die Leute, die da sind, du kannst ja den Einwohnern kannst du ja hier ihr Dings lassen. Du kannst ja das ganze Mobilnetz da mal eben kurz den Internet-Traffic abdrehen. Aber die Einwohner beschränken sich auf 50 Mann. Ja, und die haben schon genug zu leiden, ne? Ja. Aber was ich sagen will, ich will jetzt nicht für die Zensur sprechen oder so, ne? Aber wir wissen ja, was da kommt für ein Bullshit und was für ganz dumme Menschen da hingehen und einen einzelnen armen Mann haten, der sich natürlich auch das herausfordert, klar, da muss man sagen. In meiner Betreuung sehe ich immer wieder dieses Thema, wenn du Plattform bietest, hast du verloren. Und wenn die Plattform weg ist, ist es doch eigentlich egal. Es wird keinem wehgetan und alle haben ihre Ruhe. Also Zensur, ja, Fragezeichen, also das ist schon... Muss ich auch nochmal eingreifen, also den Rainer mit AI, ganz wichtig, als armen Mann hinzustellen, ist aber, ich nenne es mal, schon gewagt.
Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Ja. Glaube, der Trecker wäre. Glaube, der Mann hat Probleme. Ja, eben, das meine ich mit armer Mann. Ganz minimal. Also der hat wirklich Probleme. Ja, und ich glaube auch, dass er dringend Hilfe braucht, aber ich glaube, der will die Hilfe nicht haben, ne? Richtig. Ja. Das kommt mir so vor, aber das ist aber Teil der Diagnose sozusagen, ne? Dass man die Hilfe nicht will. Das ist halt, ja, klar. Das ist halt, wird es nicht besser. Ich hatte dazu, es soll jetzt kein Self-Plug sein, aber ich hatte dazu ein bisschen auch im Eurotruck in der aktuellsten von der vorgestern gesprochen. Wir haben ja gesellschaftliche Methoden, um solchen Menschen zu helfen, die hier aber nicht greifen, weil er im Internet steht. Und dieses ihm die Bestätigung gibt, die er ansonsten wirklich professionell bräuchte. Und das ist auch ein Phänomen, wo man sich gar keine Gedanken zu macht. Also was ist denn, wenn so ein, weiß ich nicht, sagen wir mal zum Beispiel, es soll jetzt keine Diagnose sein, aber ein hochdepressiver Mensch mit Stimmungsschwankungen und allem drum und dran und Wutattacken und was sind da noch so Symptome, so wie heißt das, wenn man so ausrastet immer? Ausraster? Ja, aber wie heißt das? Cholerisch, ne? Ah, so ein Choleriker. Der dann aber von einer großen Menge Menschen gesagt wird, hey, das, was du machst, ist doch eigentlich toll und mach das weiter und so weiter. Halte ich auch für problematisch. Statt dass die alle mal sagen, ja, Kollege, aber guck mal, es gibt Hilfsangebote für dich. Und das ist auch nicht schlimm, die in Anspruch zu nehmen. Ja, aber das ist ja nur als Beispiel jetzt, bei den Alkoholikern das Gleiche. Ja, genau. Das sagst du auch, es gibt ein Anti-Alkohol-Blabla-Programm. Ach, nee, ich bin kein Alkoholiker. Entschuldigung. Was heißt das? Ja. Ja gut, die Einsicht muss von ihm selber kommen. Das ist, ja, aber das wird nicht passieren, glaube ich. Ach. Ja, aber da ist die Frage, liegt das daran? Liegt das daran, dass man immer so negative Bestätigung bekommt? Also und dann auch kein Referenzkreis. Also zum Beispiel, ich will jetzt nicht ins wirklich private Detail gehen, aber ich habe dem Randy ja schon mehrfach auch mal so meine Meinung zu bestimmten Themen gesagt. Dann hat er eine Referenz-Dings, an die er sich auch hält und wo er dann auch drüber nachdenkt und das macht. Das sehe ich bei dem aber überhaupt nicht. Und zwar null. Und das ist das Problem, glaube ich. Also der ist... So, der will Aufmerksamkeit. Das wollte ich gerade sagen. Das kommt die bekommt er ja auch. Und durch diese diese Aufmerksamkeit verdient er ja auch Geld. Klar, ja, genau. Bestätigung. Du siehst wenig Geld, aber es gibt ja Leute, die Bestätigung, genau. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen, ja, unbesiegt. Ach ja, genau. Hashtag unbesiegt. Ja, das kommt ja auch von der Richtung. Naja, also ich hatte es, wie gesagt, noch nebenbei gesehen. Ich hatte mir dann auf der GC kurz nach Anschluss mal das Video von Newstime angeschaut. Und hatte mir dann aber gestern, also zum Sonntag dann... Werner, Gearbox! Ja. Danke. Bad Finding? Achso, warte Gearbox. Gleich. Ja, Entschuldigung. Hatte mir dann aber halt noch eine ASR durchgelesen, hab dann durch den ASR erstmal mitbekommen, was das auch für Wellen in den Medien geschlagen hat. Der darüber alles berichtet hat. Teilweise sogar noch hier in den Abendnachrichten in Schieß mich tot. Ja. Es wird natürlich wieder, ich sag mal, ob es das besser macht. Ich meine, klar, die müssen darüber berichten, ist klar. Aber ob es das nur unbedingt besser macht, das Intro, was ich jetzt gesehen habe, schlippt, der hat wieder seinen kompletten Content offline genommen für eine ganze erstmal. Aber er kommt genauso auch wieder. Also, ich hab's ja schon mal gesagt. Also, entweder wenn er nicht von alleine geht oder den sie nicht in die Klapse privat einweisen, brennt die Hütte irgendwann mal, der ist drinne. Weil der muss ja nur mal einen Bekloppten treffen, der wirklich sagt, ich mach den Typen kalt. Ja, aber... Also... Da sehe ich halt auch die Gefahr und da kommen wir vielleicht... Ich glaube, wir sollten morgen über Chemnitz reden, ne? Also das passt nicht mehr in diese Folge, weil das ist auch ein ganz gewaltiges Thema. Aber da sind wir bei diesem Punkt der Massenphänomene, ne? Des gegenseitigen Hochschaukelns wieder. Dass sich gegenseitig in irgendeiner Meinung bestätigen und Dinge sehen und Flohhupsen sehen, die da vielleicht gar nicht sind. Und ich frage mich, wie man dazu kommt, einen Menschen, den man ja gar nicht kennt und der ihm eigentlich, der kann mir doch vollkommen egal sein, wenn ich den nicht leiden kann, so zu haten und zu hassen. Natürlich, er legt sich mit den Leuten an, ne? Er liest dir Kommentare vor und macht sie fertig. Das ist nicht hilfreich. Das halt richtig, ne? Das ist nicht hilfreich, ja, aber... Deswegen sage ich auch immer, haltet die Fresse, wenn sowas ist. Aber auf mich hört ja keiner. Und, aber... Wie war das jetzt? Groban brauchten wir nicht, oder wie war das? Nee, Groban mussten wir, ne? Groban mussten wir schon, glaube ich. Mussten wir, Groban. Gute Frage.
Zug die ganze Zeit. Aber ich finde das gesellschaftliche Phänomen viel schlimmer. Gar nicht um den spezifischen Fall, aber das muss man sich mal vorstellen. Da waren hunderte Leute mit dem Ziel, den fertig zu machen. Richtig fertig zu machen. Und zwar richtig fertig zu machen. Ja. Die Konsequenz aus 5 Jahren ist es mittlerweile, oder? Schlimmer, 2013 hat er so angefangen, ja. Das ist die Konsequenz aus 5 Jahren rumpöbeln und Müll erzählen im Internet. Aber was ich nicht verstehe, die Polizei hat doch gewusst, dass es so kommt. Die hat doch ein Platzverbot ausgesprochen eine Woche davor. Ja, und? Nee. Doch. Ein paar Tage davor. Ja, es reicht aber. Ja, Platzverbot. Die haben es doch kommen sehen, weißt du? Ja, die waren ja auch mit Hundertschaften da vor Ort. Ja, schon, aber kann man das nicht gleich dann verhindern bei der Ortseinfahrt oder sowas? Haben sie ja. So, trotzdem, ja, aber durch. Trotzdem sind die ja weiter durch den Wald, ne? Und keine Ahnung was. Ja, das könnte man schon irgendwie besser abschirmen, bin ich der Meinung. Ja, aber wisst ihr, was das kostet? Allgemein, ich will gar nicht wissen, was das so oder so alles gekostet hat. Ja, aber wenn da irgendwas passiert, ne, dann ist die Jammerei wieder groß. Aber da müssen wir mal vorstellen, ich weiß nicht, da waren 3 oder 4 Hundertschaften vor Ort. Wegen einem Typen. Ja. Wirklich, wegen einem Typen. Das ist ja schlimmer wie bei Leo Mascher. Ja, ist richtig. Da musst du nicht mal Hundertschaften anrücken. Also, absolut, der absolute Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Aber naja, so ist das heutzutage. Aber ich glaube, gerade über Karl Marx Stadt, da braucht man eigentlich nicht zu reden, weil da ist die Faktenlage aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, noch komplett undurchsichtig. Wieso ist die undurchsichtig? Eindeutig ist die. Also, die Polizei hat gesagt, sie können aktuell noch nichts Großartiges dazu sagen. Also außer das, was also natürlich passiert ist. Also ich sehe, im Fernsehen sehe ich mit eigenen Augen, wie Leute auf offener Straße, weil, also erstmal kurz zur Vorgeschichte, aber wie gesagt, ich wollte das Thema in der nächsten Folge aufmachen, das ist ein großes Thema. Weil ein Südländer, zwei Menschen, also ein vermeintlicher Südländer, ein vermeintlicher Asyl-Dings, Syrer, was auch immer, ist ja auch wurscht, vermeintlich, ist ja noch nicht gerichtlich bestätigt, also vermeintlich, 2 Leute niedergestochen hat. So, das ist die vermeintliche Faktenlage. Was man aber sehen kann, ist dann, wie sich eine Rotte Glatzendeppen in der Straße rumtreiben und Leute anschreien, hinterherjagen, mit Flaschen bewerfen, weil sie südländisch aussehen. In Deutschland, auf offener Straße. Und keiner tut was. Findest du das ein kleines Thema? Und warum kann ich den Gruber nicht anhängen? Das ist die viel spannendere Frage wahrscheinlich. Weil der Glaube falsch rumsteht, weil ich dagegen gekommen bin. Ah. Ich hab das noch nebenbei. Ich kam am Sonntag am Twitter, hab dann gesehen. Ich wusste, dass ein Chemnitz Stadtfest ist. Ja, ist ja nur nicht weit weg von hier. Mhm. Aber hab dann nur am Sonntag irgendwie mitbekommen, ja, da laufen ein paar Leute durch die Stadt und machen Randale. Und gedacht, alles klar. Kaum bist du vom Westen wieder da. Alles wie immer. Ich wollte gerade sagen, ist das irgendwie außergewöhnlich? Ja, gut. Was ist außergewöhnlich? Hallo. Entschuldigung. Wenn das in München passiert wäre, dann hätten die anders reagiert. Das ist richtig. In München? Was ist außergewöhnlich? Ich weiß, wie viele Verbände es in Zwickau gibt. Ich weiß, wie viele Verbände es in Chemnitz gibt. Oder die allgemein, oder was meinst du? Nee, allgemeine Jugendverbände oder halt allgemeine Verbände von NPD und Co. Ja. Das ist ja nur bei uns Westsachsen, Ostthüringen. Ist das Ganze ja nur relativ groß, aber habe ich euch schon öfters gesagt. Ja, ist nicht meine Meinung, ist nicht mein Aspekt. Aber nur dafür gibt es die Polizei, ne? Die Polizei, genau. Aber auch da, das darf doch nicht passieren in einem Land wie unserem. Ich meine, man kann noch so viel auf linksgrün versiffte Ökospinner schimpfen und so, was ich auch gerne mache, ja. Aber das ist doch vollkommen, also das geht ja überhaupt nicht. Also verstehe ich nicht. Und das in meinem Deutschland. Das ist echt unfassbar. Also wie kann man, also das ist ja Lynchjustiz. Wo kommt man denn da hin? Also definitiv. Ist ja dann angeschaut. Also der vermeintliche Täter wurde dann gejagt und zwar nicht von der Polizei. Ne? Also das ist unfassbar. Ja, aber jetzt guck mal, Garderol. Du hörst doch, bei uns ist es zumindest so, tagtäglich, dass irgendwer was gemacht hat.
ist jetzt egal, ob jetzt einer von hier ist oder, ne, ist ja egal. Ja. So, und dann hörst du, da wurde dann am Abend wieder freigelassen, weil irgendwas ist. Weil so unsere Rechtslage ist. Ja, aber da ist doch klar, dass die Leute irgendwann durchdrehen. Wenn du mit Springerstiefeln und Lederstiefeln rumläufst, ja, wirst mitgenommen, um da mal, weiß ich nicht, 12 Stunden mal in den kühleren Bunker gesteckt, damit du ein bisschen auskühlst, ja, und vielleicht mal wieder ein bisschen Luft an deinen Hirn kommt und wirst dann wieder freigelassen, dann ist es ebenfalls richtig so. Also, nee, das C, also Rechtsstaat ist für alle da. Es tut mir leid. Ja, aber dann muss der Rechtsstaat auch immer durchgreifen. Ja, das tut er ja jetzt. Also zum Beispiel, haben wir gerade eben in Nachrichten gesehen, aber haben wir hier beide gesessen und haben gesagt, boah, endlich kapieren diesmal. Und zwar bei diesen Mafia-Banden, ne? Aber wollen wir nicht aufmachen, das Thema, sonst stehen sie gleich vor der Tür. Aber da wird jetzt rigoros alles, was die haben, beschlagnahmt. Weißt du, alles weg, ja. Bums. Das haben sie vor ein paar Jahren noch nicht gemacht, weil da ging der Rechtsstaat erstmal so seine Mühlen der Justiz. Das, was aber du gerade meinst, ne? Und so triffst du die, ne? Das ist ja deren, die fahren ja, die posen ja damit, dass sie eh nicht erwischt werden. Dass sie eh in einer ganz anderen Liga spielen. Und jetzt kriegen sie einfach den ganzen Kram weggenommen. Und haben immer noch genug. Ist klar, ne? Aber. Ja, das ist gerade das. Guck dir mal an, war doch heute gerade wieder in den Nachrichten mit diesen Rockern. Da wurde wieder irgendwann über den Haufen geschossen. Ja, bei uns ist war das auch nicht alle zwei Wochen. Ja, ja, genau. Auch, ja, ich weiß nicht, dass da niemand was gegen die Leute macht, verstehe ich nicht. Gibt's die euch in Österreich auch, die Bandidos und die Dings, oder ist das was anderes? Ist mir nicht bekannt. Mhm. Wobei die Harley kommt doch schlecht auf den Berg rauf. Ja, du kannst abmoderieren. Vor allen Dingen, wenn du dir schon mal dieses Maurer-Dekolleté anguckst, was die Leute dann da, denkst du auch so, dieses Lebendgewicht, das soll jetzt mal jemand bewegen. So, das Bild habt ihr jetzt im Kopf, der Reddy wollte was sagen, glaube ich. Ja, Feierabend. Ich glaube, der Garder wollte was sagen. Was? Ja, du wolltest abmoderieren, aber ich wollte mal sagen, in der morgigen Folge nehmen wir trotzdem ein schöneres Thema. Ja. Ja, auch wo du dich aufregen kannst, nennt sich LSD. Was? LSD? LSD, beziehungsweise die Berichterstattung um LSD. Ah. Ah, ja, da freut er sich. Ich freue mich schon riesig. Ich konnte das ja live alles beobachten und habe es nicht getan, weil es war mir speiübel. Und warum es mir speiübel war, das sehen wir in der nächsten Folge. Shots wurden aber gefeuert und zwar auf vielen Kanälen. Das habe ich beobachtet. Und ja, es war übrigens schön zu sehen, dass auch Kollegen das mitbekommen haben. Kollegen, mit denen man ansonsten weniger spricht. Aber was da passiert ist, erzähl uns daran in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Daumen da lassen und einen Kommentar schreiben zu dem durchaus nicht ganz einfachen Thema. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.